hat gegen ihn, gegen Dark Pit hat er Pit und Pac-Man gespielt. Der Pac-Man, der ein ziemlich gutes Comeback auch gemacht hat gegen Larios, ein weiterer Newcomer, der echt gut performt hat hier. Du bist in Indonesien. Oh, wie cool ist das denn? Ja, sehr, sehr nice. Musst du auf jeden Fall mal erzählen, wenn du wieder hier bist. Und klingt auf jeden Fall mega cool. Indonesien würde ich auch gerne mal hin. So, währenddessen sind wir in der Top 5. Losers Quarterfinals, Flora gegen Justin. Und ja, wir haben Justin heute viel mit Rio spielen sehen. Was ziemlich cool ist. Den hat man bisher immer nur mit Ken gesehen. Also wenn er ein Shoto gespielt hat. Aber in letzter Zeit eigentlich mehr auf Fox unterwegs. Also deutlich mehr. Eigentlich Main. Ja, deswegen bin ich gespannt, wie das Ganze hier ausgehen wird. Ich habe auch schon gesehen, dass der schon ziemlich clean executed. Wir haben ihn eben gegen SDN gesehen. Hat auch eine gute Leistung erbracht, aber nicht ganz gereicht gegen den. Ich glaube, das war der Greninja von SDN. Und wir haben da vor allem Schwächen gesehen in der Defensive bzw. Offstage. Okay, das geht noch nicht. Aus Korea und Japan. Uff. Wow, okay, ja stimmt. Jetzt gerade sind ja die ganzen Sommerferienzeit ist vorbei. Ihr habt ja richtig gute Urlaube gehabt. Also ich war auch sehr zufrieden mit meinem Urlaub. Ich war allerdings inländisch unterwegs, also in Amrum. Auch sehr cool. Einfach ein bisschen campen gewesen, ein bisschen Wellness. Das brauchen meine geschundenen Knochen inzwischen. Ich bin ja auch schon seit Brawl dabei, ne? So, inzwischen sind wir auf dem zweiten Stock. Anfang des zweiten Stocks beides ist sehr, sehr even immer noch. Und ja, wir sehen, Neutral wird auf jeden Fall einiges an Projektilen gefeuert. Was auch wichtig ist, tatsächlich. Also gerade für, ja eigentlich für beide. Also für beide Charaktere ziemlich wichtig, dass man die Projektile nutzt. Aber vor allem eben für Ryu. Weil das macht ihn halt, schön. Schöner Spike von Justin. Das macht ihn eben zu Ryu. Er ist ein bisschen mehr stationary oder deutlich mehr stationary als Ken. Er ist ein bisschen langsamer, hat halt eben dafür diese Variation von Shoryuken und Shakunetsu. Oh, gucken wir nochmal. Noch ein Spike. What? Nice. Okay, das sieht man immer gerne bei Ryu. Oder generell Spikes. Ja, ich finde, Ryu ist auch ein mega cooler Charakter. Man sieht ihn halt sehr selten, was man über viele Charaktere eigentlich behaupten kann. Einfach, weil es 80 und plus sind. Aber ja, Ryu sehe ich gerne. Ryu sehe ich tatsächlich gerne. So, wir bleiben bei den gleichen Charakteren. Ja, finde ich interessant. Flora im Moment also auf Dark Pit unterwegs und sieht auch gut aus. Das ist ein Charakter, der sehr Combo-heavy ist. Die Kombos müssen sehr lang sein und generell die Control, einfach weil der Charakter nicht so viel Schaden macht. Nicht die besten Kill-Optionen hat, aber durchaus die Tools hat, um Leute zu gimpen. 1000 Jumps, viele Multi-Hits. Ja, vor allem die. Okay, und harter SD leider. Hat wahrscheinlich versucht, mit der Side-B an die Stage zu kommen. Hat nicht funktioniert und das ist ein ganzer Stock-Defizit hier gerade. Okay. Ja, Instagram-Story. Wenn ich mein Passwort finde, mache ich das. Vielleicht mache ich das vom NIZ-Account aus. Crazy. Korea, was höre ich hier alles? Alle in Asien unterwegs. Hier Nordkorea, ne? Nee, okay. Machen wir mal weiter. Inzwischen eine Lead für Flora. Okay, hier, Back Air.
kann man voll machen. Und jetzt ist wieder die Zeit für Ryo, ein bisschen Damage zu machen. Ryos Kombos sind schon ziemlich cool. Also bei Ken ist man ja gewohnt, dass er mal Up-Air-Into zum Beispiel Up-B macht oder so. Aber das gleiche ist zum Beispiel auch mit Ryo möglich. Ich finde es immer ganz interessant, wenn die Leute kreativ mit den Aerials irgendwelche Kombos machen. Vielleicht sehen wir das ja auch noch. Viel weiß ich über den Ultimate Ryo nicht. War eher so auf Smash 4 auf dem Ryo-Trip. Da konnte man sehr coole Sachen mit ihm machen. Aber es ist... Oh, wie man sieht, immer noch möglich hier. F-Tilt into Back Air, sehr schön. Ich habe bis heute nicht verstanden, wann er diesen Ellenbogen macht. Weiß das jemand? Diesen Side Elbow. Ist das auch ein F-Tilt? Er hat zwei F-Tilts, ne? Okay, guter Parry. Und da ist noch der Crazy Shoryuken. Das killt natürlich. Und das ist 2-0 für Justin. Wir sind in der Top 5. Justin hatte ja immer den Fluch, dass er Siebter wird. In letzter Zeit war es eher der Top 5-Fluch. Mal gucken. Vielleicht schafft das hier ja auch in die Top 4 mal zu kommen. Das wäre auf jeden Fall cool. Vor allem mit einem Charakter wie Ryu. Okay, war das auch wieder Dark Pit? Nicht schnell genug geguckt. Das ist Dark Pit, ja. Light, Middle und Heavy. Okay. Also Light ist der Elbow. Dann gibt es diesen komischen Kick. Und was ist denn der andere F-Tilt? Ja, Ultimate ist auf jeden Fall ein umfangreiches Game. Gerade wenn man nicht mehr so super drinsteckt wie früher, lernt man doch jeden Tag neu. Jedenfalls jedes NEZ. Close und Far, also zwei Stück. Ja, die haben wir ja beide gesehen. Okay, dann kann ich mir darunter was vorstellen. Oh, schöne Back Air. Okay. So, kommt er wieder onstage. Ah, sieht nicht danach aus. Ja. Ja, das ist halt so eben die Chance von Flora, dass sie da Early Kills bekommt. Einfach Ryo zu gimpen. Mit dem Multi-Hits, wie gesagt, das ist schon möglich. So. Inzwischen hat auch Flora den ersten Stock verloren. Schön gerade über den Pfeil rüber gespaced. Das macht er hier ziemlich gut mit den Projektilen. Was sehr wichtig ist mit Ryo. So viele Variationen an Shoryukens und Shakunetsus und Abständen, Geschwindigkeiten, Flugweiten. Oh. Okay. Call out, Jump Read. Und wir sind hier auf dem letzten Stock. Mit der Lead, die Flora braucht, um hier wieder ins Game zu kommen. Haben hier viele Sets gesehen, bei der die Leute auf ihren Picks geblieben sind. Oh, schön, ja. Und wenn der Focus Attack mal trifft, dann klatscht es richtig und macht das Ganze hier praktisch wieder even. Also hier die Chance jetzt für Justin, das Ganze... Oh, das war... Ah, das war ein... Miss-Input, den man so nicht haben will. Aber er kommt davon nicht ungeschoren, aber noch lebend. Ja. Okay. So, wir nähern uns dem Ende dieses Games und vielleicht dieses Sets. Das wird sich gleich zeigen.
Jedenfalls braucht Justin nicht mehr viel. Pit eben Charakter, ja. Gimp und Smash, klar, aber es ist halt einfach nicht so leicht zu killen. Während Ryu das macht. Ryu macht das. Shoryuken und das war's. Justin 3-0 über Flora. Ja, stark. Aber auch der Dark Pit ist auf jeden Fall ziemlich nice.